Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir haben jetzt gerade eben gefrühstückt. Meine kleine Maus hilft mir hier. Und zwar haben mich jetzt einige Mamis gefragt, ob ich denn diese wunderschönen Rucksäcke auch vorstellen könnte, beziehungsweise auch von innen, weil ich habe ja immer Videos gezeigt oder Bilder gezeigt, wie die von außen ausschauen. Und genau, von innen habe ich es irgendwie total vergessen. Und jetzt könnt ihr den mal sehen, wie er von innen ausschaut. Also er hat zum einen hier zwei süße Außentaschen. Da könnt ihr so Kleinigkeiten reinmachen. Und jeder Rucksack hat auch so ein Quietscheding dabei. Ja, der Milan, der flippt gerade total aus. Und zwar könnt ihr so, ihr Lieben, und so sieht er von innen aus. Er hat hier eine kleine Innentasche. Und hier könnt ihr auch den Namen, die Adresse, Telefonnummer und die Gruppe hinschreiben. Später, wenn die Kinder im Kindergarten sind, finde ich auch mega praktisch. Und dann hat er einfach so einen großen, also ein großes Fach. Also es dehnt sich auch sehr. Also ihr könnt auf jeden Fall so einiges einpacken. Wir haben den ja jetzt öfters benutzt und der ist einfach nur mega. Den hier befestigen von der einen Seite und dann können die Kinder ja, damit spielen. Also finde ich auch total süß. So, ihr Lieben, jetzt wollte ich noch was zum Stoff sagen. Und zwar ist der mega weich. Also wirklich, der ist so schön und wirklich angenehm. Und letzte Woche ist auch Milan sein Trinken ausgelaufen. Und zwar hatte er Tee drin und dann habe ich zuerst gedacht, oh nein, wie kriege ich das raus? Aber ich habe es tatsächlich mit normalem Wasser rausbekommen. Also ich habe ihn einfach in der Badewanne komplett gewaschen mit dem Duschkopf, ohne Shampoo oder so, also wirklich nur mit Wasser. Und habe ihn dann auf dem Balkon gehangen und innerhalb 20 Minuten war er komplett trocken und auch wirklich sauber. Und keine Flecke, nichts. Also wirklich, ich bin total happy und die Kinder fahren da voll ab. Also die sehen ja auch total niedlich aus. Da, die kleine Maus ist nur am Spielen. Ja, du magst ihn auch, gell? Ja, der Milan will ihn so oft. Hey, was ist denn jetzt los? So, ihr Lieben, ich wollte es euch gerade angezogen zeigen, aber der Milan möchte jetzt einfach spielen und ja, möchte nicht als Model hier dastehen für mich. Also zeige ich es euch jetzt so. Und zwar hat es hier auch so einen Verschluss. Und ja, das finde ich auch sehr praktisch und finde ich echt toll an dem Rucksack, denn so rutscht der Rucksack da nicht runter. Und ja, ich weiß noch damals von Nikita, er hatte ganz einfache Rucksäcke ohne sowas und auch leider nicht mit so einem mega schönen Motiv. Ja, und er hat sich immer total geärgert, als der Rucksack gerutscht ist. Und das kann jetzt bei diesen Rucksäcken auf jeden Fall nicht passieren. Also wirklich sehr, sehr schön. Und ihr Lieben, ihr dürft sogar die Rucksäcke bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen, aber ihr müsst den Weichspüler weglassen und bitte nicht in den Trockner. Ansonsten, wie gesagt, ganz normal auf 30 Grad dürft ihr den waschen, nur mit Waschmaschine. So, ihr Lieben, und ich habe euch natürlich einen 10% Rabattcode besorgt. Und zwar könnt ihr den jetzt nutzen. Die haben auch viele andere Motive. Die haben einen Tiger, dann haben die einen Löwen, dann haben die, glaube ich, noch einen.